Hier gibt es eine wunderbare Übersicht über, ja, über die Jahrmillionen der Erdgeschichte, wo man sich also sehr, sehr einfach vorstellen kann, wie dieser ganze Kreislauf funktioniert und wie dankbar wir eigentlich sein müssen, dass es Vulkanismus gibt, der uns also das, was an der Oberfläche an Reaktionen passiert, wieder rückgängig macht. Ja, hier ist, glaube ich, ein Jeep aufgezeichnet. Wir nehmen an, das ist also eine Grafik, die aus den USA stammt. Ich habe es dann ein bisschen vereinfacht und habe das so geschrieben. Verwitterung, also die Verwitterung, da reagiert also CO2 und Wasser, reagiert mit Kalkgestein, in dem Fall mit Kalzit. Calcium löst sich und jetzt entstehen Hydrogencarbonationen. Und CO2 und Wasser reagiert jetzt mit Urgestein, mit einem Silikat und es steht wieder Calcium und Kieselsäure und H2CO3. Dann, wenn wir also schauen, was dann im See und natürlich jetzt in den Ozeanen, die ja viel größer sind, passiert, dafür gibt es also die Fällung, also Calcium wird also gefällt, es entsteht wieder Kalzit, das ausfällt. Und auch die Kieselsäure wird also zu Silikat umgebaut. Denken Sie an die, zum Beispiel an die Kieselalgen, die das für ihre Panzer machen. Das heißt, im Ozean und im Wasser läuft also die Fällung. Und damit das Ganze nicht über lange Zeiträume aus dem Gleichgewicht kommt, brauchen wir eben die tiefe Erde, den Vulkanismus, wo also Silikat und Kalzit wieder umgebaut werden und dann wieder zur Verwitterung zur Verfügung stehen. Also das ist also, glaube ich, einer der wichtigsten Kreisläufe, die also die Zusammensetzung des Wassers bestimmen. Ja, schauen wir uns das jetzt noch ein bisschen schematisch an. Sie sehen hier aufgetragen den Runoff, das wäre also der Abfluss aus einem Einzugsgebiet. Abfluss ist im Prinzip Niederschlag minus Verdunstung. Wir haben hier zum Beispiel 750 mm Niederschlag, 500 mm Verdunstung, würde also 250 mm Abfluss bleiben. Natürlich kann man die 250 mm jetzt in 250 Liter pro Quadratmeter umrechnen. Und aufgetragen ist das jetzt gegen, ja, man kann sagen, gegen die Verwitterung oder den Abtrag. Und das wäre, diese blaue Fleck wäre also das, was in Sedimentgesteinen, also zum Beispiel Dolomit oder Carbonat passiert. Und das, Entschuldigung, ja, das geht jetzt doch, es geht weiter, ja, Entschuldigung, es geht weiter. Das ist also ein Silikatgestein. Wir haben also Sedimentgestein und Urgestein und Sie sehen, wenn Sie den roten Pfeil da anschauen, das Ganze ist natürlich doppelt logarithmisch aufgetragen, verwittert also im Sedimentgestein, ich habe es jetzt, Entschuldigung, falsch gesagt, natürlich das schwerer Verwitterbare ist das Blaue und das leichter Verwitterbare ist also das Sedimentgestein. Da steigt die Verwitterungsrate eben Faktor 2 bis 3, wie Sie hier sehen. Es ist auch das Weltmittel eingetragen. Das ist vielleicht gar nicht so einfach, sowas auszurechnen, aber Sie sehen, wo das liegt, bei wie viel Abfluss, das ist hier in Zentimeter pro Jahr angegeben, und wie viel Abtrag. Also da sind wir also in dem roten Kreis. Ja, ein sehr nettes Beispiel ist, kommt aus der Schweiz, wo man eben hier vergleicht die Einzugsgebiete zweier Flüsse. Der eine eben aus einem Urgestein, die Kalankaska, und die Glatt aus einem Sedimentgesteinseinzugsgebiet. Und was dazu kommt, die Kalankaska ist also relativ unbeeinflusst von menschlichen Abwasser, Einflüssen, Düngung und so weiter. Und die Glatt ist eben schon beeinflusst auch von Menschen. Man sieht hier in der Zusammensetzung der Ionen natürlich, dass hier noch ein weiterer Einfluss dazukommt. Ich denke, in dieser Grafik ist das sehr übersichtlich zusammengestellt, wie sich solche Einzugsgebiete unterscheiden.
Ja, dann gibt es noch einen Klassiker, und das ist der Klassiker, das ist der Hubbard Brook. Das ist ein Ökosystem mit sehr, sehr vielen Flüssen und Wald im Nordosten von der USA, das über seit 50, 60 Jahren von Lichens und Mitarbeitern untersucht wird. Und er hat eben geschaut, was verwittert, wie schnell. Und wenn man auf die linke Spalte schaut, auf den blauen Pfeil, dann sieht man die Zusammensetzung des Gesteins. Und wenn man dann die anderen Spalten anschaut, dann sieht man, dass obwohl Calcium nur ein kleiner Teil des Gesteins ausmacht, das ist natürlich sehr viel Silikat, Calcium verwittert also relativ schnell. Und er hat diese Verwitterungsrate in Beziehung zum Calcium gebracht und sagt, Calciumverwitterung, wenn die 100% ist, dann verwittern die anderen Ionen eben sehr, sehr langsam. Das ist hier also sehr anschaulich dargestellt. Und er hat das Ganze dann noch einmal anders dargestellt und hat geschaut, wie viel kommt hinein über Niederschläge, über die Luft und wie viel kommt heraus. Ja, also man kann eine Verlust- und Gewinnrechnung machen. Man sieht, es kommt zum Beispiel organische Substanz kommt heraus und natürlich die ganzen Verwitterungsprodukte. Und andere Dinge werden also in diesem Verlauf, in diesem Ökosystemprozess aufgezehrt und verschwinden eben durch diese Verwitterungsprozesse. Ja, am Schluss noch eine interessante Darstellung. Und zwar haben hier über lange, lange Jahre, eigentlich über 50 Jahre, haben Forscher also diesen Mälarensee, einen sehr großen See in Schweden, untersucht. Und haben dann festgestellt, dass im Laufe der Jahre doch einige Dinge sich verändert haben. Es ist ein bisschen mehr Chlorid da, was wahrscheinlich auf häusliche Abwässer oder andere Dinge zurückgeht. Aber die wichtige Veränderung, die man sieht, ich habe es rot eingerahmt, ist eigentlich, dass sich zwei Ionen verschoben haben. Und zwar das Hydrogencarbonation ist weniger geworden und das Sulfation hat zugenommen. Das heißt, die Seen sind also im Laufe der Zeit versauert, und der Hauptgrund der Versauerung in Skandinavien war also ganz eindeutig die Schwefelsäure, die also aus dem Regen gekommen ist. Sie hat also das Hydrogencarbonation verdrängt, mehr oder weniger verdrängt. Gut, Dankeschön.